Hallo zusammen, das ist hier meine beste Kühlbox. Und zwar behaupte ich sogar, die ist weltweit einer der besten Kühlboxen, die es auf dem Markt gibt. Aber wir haben uns entschlossen, diese Kühlbox nicht mehr so zu fertigen, wie jetzt in dieser Version. Und zwar momentan, letztes Jahr war die Kühlbox 3x A+. Das gibt es nicht mehr. Wir haben jetzt die neuen Energielabel, und zwar A bis G. Und ja, da gibt es verschiedene Ausnahmen, verschiedene Gesetze und so weiter. In Zukunft wird diese Box kein Label mehr besitzen. All die ganze Zertifizierung ist für so einen Kleinbetrieb, wie wir sind, ein Chaos. Wenn das der Chinese macht, dann sieht das wieder anders aus, aber trau keinem Zertifikat, dass du nicht selber gefälscht hast. Und wenn ich dann einen Großen anschaue, einen Dometic, da ist so, dass, könnt ihr auf der Homepage nachschauen von Dometic, dass die auf 12 Volt bis zu 4-mal mehr Strom brauchen, wieder auf 220, und das kann eigentlich nicht sein. Wir werden in Zukunft zu diesen Geräten, weil sie keine 220 Volt mehr haben, ein Netzgerät liefern. Nur, das dürfen wir auch nicht. Also wir werden in Zukunft so ein Netzgerät haben. Per Zufall hat das den gleichen Stecker, dass das hier passt. Aber dieses Netzgerät darf ich euch nicht verkaufen. Dieses Netzgerät ist gebaut für diesen speziellen LED-Scheinwerfer. LED heißt, löst ein Desaster, und den kann ich dann hier einstecken. Und dann habe ich hier Licht. Und dass das per Zufall der gleiche Stecker ist da, also das ist wirklich ein Zufall. Aber eben dieses Netzgerät ist nur für dieses löst ein Desaster Scheinwerfer. Warum ist diese Box so gut? Sie ist außen aus Chromstahl, das ist optisch. Wenn wir die Box von oben anschauen, haben wir hier eine Isolation, wenn wir das schauen, von 60 mm. Wobei, ich muss jetzt noch gestehen, von den 60 mm muss ich noch ein bisschen abzählen. Wir haben 55 mm Isolation. Wir haben dann auch hier eine richtige Deckeldichtung, nicht nur Moosgummistreifen, sondern einfach massiv, und durch das ist der Stromverbrauch bei 5 Grad innen, 25 Grad außen, braucht diese Box 5,4 Wattstunden pro Stunde. Oder 120, 129 Wattstunden am Tag oder 47 Kilowattstunden im Jahr. Die anderen Werte sind dann bis zu 50 Grad, also eine sehr energiesparende Kühlbox. Nur energiesparend, wir kriegen hier ein Label hin, das ist kein Thema. Aber es ist einfach Wahnsinn, was uns eine Energiepolitik aufzwängt, und wir müssen lügen, dass wir die Energielabel erreichen. Diese Box kommt aus China, die wird in China gefertigt, weil wir hier einfach nicht können. Aber wir tunen da diese Boxen. Also ihr seht hier, die Boxen, die liegen jetzt, da werden Display neu eingesetzt, und dann werden die umgerüstet auf einen stärkeren Kompressor. Diese Box hier hat jetzt einen stärkeren Kompressor, und sie hat momentan eine Temperatur von minus 32 Grad. Das ist dann die GT, also Gefriertruhe. Wir tunen die Boxen auch noch weiter runter bis minus 80 Grad. Ihr seht hier die Temperatur von dieser Box. Mit dieser Sony-Kamera ist natürlich das Problem, dass das jetzt blinkt, aber das ist in der Wahrheit nicht so. Wir haben hier eine weitere Kühlbox. Das ist eine Kühlbox von Thermosecure. Thermosecure macht hocheffiziente Kühlgeräte. Im Prinzip
die gleiche Box, die ihr in Zivil kaufen könnt, nur diese Box hier, die Thermosecure herstellt, mit Drucker drin und so weiter, die kostet ein paar Euro mehr. Und ich weiß nicht, wer die herstellt, aber sie steht jetzt bei uns auf dem Tisch. Ja, zurück bei der Standardkühltruhe. Eben, in Zukunft, ab dieses Jahr, nicht mehr mit 230 Volt. Wir haben noch ein paar, also müsst ihr zuschlagen, wenn ihr wollt. Und zweitens, wir werden ab Frühling wahrscheinlich wieder eine Preiserhöhung haben. Also dieser Preis, 590 Euro Schweizer Franken, wird wahrscheinlich Geschichte sein. Wir haben letztes Jahr schon aufgeschlagen, aber wir haben einfach massive Teuerung. Ich verlinke euch hier ein Video, ein Vergleich zwischen der Box und der GT-Version, die wir vorher in der Werkstatt angeschaut haben. Und hier unten verlinke ich euch ein Video über das Energielabel und den LED-Scheinwerfer, was da so Sache ist. Ich wünsche euch einen schönen Tag.